Biden fordert Donald Trump auf, seine Niederlage in der US-Wahl endlich anzuerkennen. Und die Weihnachtskrippe am Petersplatz ist dieses Jahr besonders auffällig. Das und mehr gibt's bei Push. Guten Morgen. Die US-Wahlmänner haben es jetzt endlich auch bestätigt. Joe Biden hat die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewonnen. Und dieser fordert jetzt auch die Anerkennung der Niederlage Donald Trumps. 306 der 538 möglichen Stimmen haben die Wahlleute in den Bundesstaaten, also Electoral College, dem Demokraten jetzt zugewiesen. Damit hat er dieselbe Mehrheit wie schon Trump vor 4 Jahren. Wenn dieser Sieg so klar war, dann schlägt er respektvoll vor, seinen jetzt auch anerkennen zu lassen. In diesem Kampf um die Seele Amerikas hat die Demokratie gesiegt, meint er außerdem. Tja, und Trump, der behauptet weiterhin, dass es sich hierbei um Betrug handelt, hat aber nach etlichen Klagen noch immer keine Beweise dafür. Normalerweise bringt der Weihnachtsmann schöne Geschenke mit. In den Niederlanden ist einer jetzt allerdings zum Superspreader in einem Pflegeheim geworden. 3 Tage nach seinem Besuch wurden er und seine 2 verkleideten Helfer positiv getestet. Es folgten 75 Menschen, also sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Teile des Pflegepersonals im Heim. Der Bürgermeister von Moll, dem Vorort von Antwerpen, in dem sich das Heim befindet, bezeichnet das Vorgehen der Einrichtung als völlig verantwortungslos. Denn mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Corona-Sicherheits- und Hygienemaßnahmen nicht konsequent eingehalten wurden. Auf Fotos und Videos von Angehörigen kann man gut erkennen, dass zum Teil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden konnte und einige Bewohnerinnen und Bewohner nicht mal eine Schutzmaske getragen haben. Aber einer der Top-Virologen Belgiens, Marc van Ranst, hat sich jetzt auch zu diesem Vorfall gemeldet und behauptet, dass der Weihnachtsmann gar nicht die Schuld von so vielen Infektionen tragen kann und es noch eine andere Ursache geben muss. Diesem Vater-Sohn-Duo verbindet eine Liebe, die buchstäblich unter die Haut geht. Der 8-jährige Kanadier Derek Prue Jr. hat einen ziemlich großen Fleck am Bauch und Brust, ein Geburtsmal. Das macht ihn allerdings ziemlich unsicher und nagt auch an seinem Selbstbewusstsein. Also hat sich sein Papa ein ganz besonderes Geschenk überlegt. Er tätowiert sich ein ähnliches Geburtsmal an derselben Stelle an seinem Körper. Ja, definitiv eine süße und auch gewagte Aktion. Die Krippe am Petersplatz in der Vatikanstadt wird ja jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit aufgestellt. Bei der Enthüllung findet normalerweise eine große Zeremonie statt. Die ist dieses Jahr aufgrund der Corona-Bestimmungen zwar deutlich kleiner ausgefallen, war aber trotzdem festlich wie immer. Was allerdings aufgefallen ist, sind die Figuren der Krippe. Die sind zum Teil nämlich ungewöhnlich modern. Es werden nämlich unter anderem historische Momente und Ereignisse aufgegriffen, wie auch beispielsweise die Mondlandung 1969. Und dazu wurde eben auch eine Astronautenfigur aufgestellt. Gleich neben Maria, Josef und den anderen bekannten Krippenfiguren. Und neben ihm steht auch eine andere komische Gestalt, die sehr an den Star Wars-Charakter Darth Vader erinnert. Allerdings trägt dieser so eine Art Ritterrüstung. Das war's von mir in der Früh. Wir sehen uns aber gleich wieder hier bei Push und da gibt's dann wieder ganz neue Infos für euch. Boom, 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 boom.